Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in der letzten Folge haben die schwarzen Würfel angefangen, unsere Drohnen zu kontrollieren und bauen hier gerade irgendetwas. Die bauen so eine Konstruktion und wir wissen nicht, was sie vorhaben. Das müssen wir herausfinden. Jetzt warten wir erstmal, bis die Rakete startet, weil wenn die gestartet ist, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Platz. Aber irgendwie entladen die noch. Warte auf Ankunft erforderlicher Fracht. Benötigte Fracht sind Drohnen. Drohnen, hopp, rein mit euch. Die bringen ja auch noch Sachen raus. Ach, da ist noch ein Edelmetall drin. Was die entfernen müssen, wie scheint. Okay, jetzt haben wir gleich den Landespace hier frei, hoffentlich. Oh, das Ding ist fertig. Holy shit. So, was steht hier? In dem Moment, in dem das Mega-Monument fertiggestellt wurde, ein alles durchdringendes Energiewoge freigesetzt, die bei uns allen einen gemeinsamen Traum auslöste oder eine Erinnerung. Vor allem, als die Erde noch eine geschmolzene Welt war, war der Mars bereits eine lebendige Welt, die mit Ozean und Wäldern überzogen war. Dieser lang vergessene Mars war die Heimat einer fühlenden Rasse, die sich ihre Urtriebe zunutze machte und damit technologische Höhepunkte errichtete, von denen die Menschheit noch weit entfernt ist. Wir wurden Zeugen der erstaunlichen Evolution der Uralten und der unzähligen Mikrosen, die sie durchlaufen haben, bis ihre Existenz einen Zustand erreicht hatte, der es ihnen erlaubte, die Grenzen ihrer materiellen Gestalt zu durchbrechen, ohne sich Gedanken über Ressourcen oder ihre Lebenserwartung machen zu müssen. Haben sie das Universum durchquert und ihre Heimat zurückgelassen, doch sie haben sie nie vergessen. Die widerstandsfähigen schwarzen Würfel haben auf dem roten Planeten auf ein Treffen der Geister gewartet. Unsere Handlungen auf dem Mars wurden von Algorithmus aufgespürt, der die Würfel kontrollierte, und dadurch wurde die Nachricht ausgelöst, dass die Uralten zurückgelassen hatten. Einige Angestellten meinten, da in einer vertrauten, aber doch fremdartigen Sprache angesprochen worden zu sein, während andere behaupteten, äußerst lebhaft und einflussreiche Bilder gezeigt bekommen zu haben. Einige versicherten uns sogar, dass sie eine Art jüngstes Gericht erfahren hätten. Im Wesentlichen waren die Informationen aber ausnahmslos dieselben. The ancients were set back by the hostile reaction we had towards their messengers, the cubes. Was hab ich jetzt? Die Uralten waren bestürzt, dass wir feindselig auf ihre Boten die Würfel reagiert haben. Hups. Letztendlich haben sie jedoch Verständnis und merkten an, dass es ihrer langen Geschichte auch dunkle Zeiten gab, in denen sie Feindseligkeit auf das Unbekannte reagiert hätten. Sie hoffen, dass wir uns früher oder später mit ihren Ideen anfreunden können, dass das Universum, auch wenn es gefährlicher Ort ist, nicht nur voller Bedrohungen steckt, sondern auch Wunder zu bieten hat, die es zu entdecken gilt. Effekt, alle schwarzen Würfel sind verschwunden. Ui, Effekt, neue Technologie erhalten, Orbitaltechnik. Ist jetzt dieser Riesenwürfel auch weg? Oh, puff, weg. Der Kubismus. Orbitaltechnik. Holy shit, das ist eine der letzten. Exportiert Edelmetalle zur Erde und ermöglicht den Kauf von Versorgungsmaterial und Fertigbauten zu günstigen Preisen. Der Weltraum wird 50 Jahre. Kann jetzt einfach einen Weltraumlift bauen? What? Das ist, glaube ich, gut, ne? Die Frage, wo kriegt man den hier? Ah, hier, unter Spezial. 400 Beton, 200 Metall, 150 Polymer und... Oh, holy shit, das ist teuer. Aber er ist klein. Wenn man hier so mittig platziert irgendwie dann... Naja, okay, wir müssen uns erstmal drum und so... Eine neue Anomalie ist freigekommen. Ach, da freut sich doch unser Erkunder wieder drüber. Hat er wieder was zu tun. So... Dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir wieder Wasser haben, weil ich glaube, das wäre gar nicht so doof.
So. Machen wir mal einen Anschluss. Dann brauchen die natürlich auch noch eine Stromversorgung. Die sollen sie auch kriegen. So. The odd composition of the debris collected from the anomaly site has proven to be an uncrackable riddle for our science team. Ah, wieder was Spezielles gefunden. Aha. So viel Text wieder, ist ein Lagerbestand niedrig. Wasser. Oh ja, das wird langsam echt niedrig, glaube ich. Ich speichere das Wasser. 500. Uffala. 6 Drohnen bringt er wieder mit. So. Wir haben aber 1100 Nahrung. Das ist echt gut, dass wir es haben. So, die erste Wasserproduktion ist wieder gestartet. Es fehlen jetzt nur noch 1, 2, die hier die anderen errichten. Verstärken auf jeden Fall mal beide. Oder alle drei. Das wäre schon mal von Vorteil. Gleichzeitig müssen wir Depots errichten, wo wir dann Beton hintun können. Oder halt Essensschlacht. Zwei der größten Fastfood-Ketten haben eine Anfrage zur Versorgung der Kolonisten geschickt. Möchtest du eine Diätlimonade zu deinem Triple Burger gratis? Du musst nur dafür sorgen, dass die Kolonisten Markenwaren essen und angeblich auch genießen. Was sind aber von Servicegebäuden für Nahrung? Ich mache, lass mal das, weil wir kriegen das schon hin. Wir brauchen nicht da einen günstigeren Einkauf. Wasser ist wieder positiv. Wir werden aber auch gleich den anderen Punkt hier hinten anzapfen. Weil das gleich um einiges besser ist, wenn wir das gleich machen. So. So, und dann kommen hier auch gleich wieder die Stromversorgungskabel hin. Dann sollte das in kürzester Zeit passen. Große Batterien bringen wir dann hier oben auch gleich an. Die werden auch gleich wieder verstärkt. Und danach werden wir hier oben auch noch Wasserlager errichten, dass wir genug Ressourcen in Zukunft haben, die das hier bringen. Sektor scanned. So. Schicken wir euch beide mal wieder heim. Sind beide gut gefüllt. Kann ich diesen Würfelcounter entfernen? Es ist vorbei. Ich hab's kapiert. So, wir holen uns noch ein bisschen Nahrung. Maschinenteile sind noch rar, das ist natürlich so eine Sache am Ende, ne? Ich hole aber gleich nochmal Passagiere hinterher. Und wenn ich mich nicht, hier habe ich noch eine Rakete sogar übrig, dann kriegen wir so eine Frachtrakete. Die vor allem mal da reduzieren, ein bisschen hier nochmal rein investieren, starten. Dann sollte das funktionieren auch. So. Schaut aber soweit ganz gut aus, finde ich. Ressourcen niedrig. Ja, okay, da müssen wir hier hinten wieder arbeiten, rein theoretisch. In den Maschinen hier. Wir öffnen wieder alle
Schauen wir mal, ob die Leute in Zukunft Bock drauf haben. Weil hinten schaut es eigentlich ganz gut aus. Die sind ja echt viele Leute auch unterwegs. Die eine Drohne wird halt immer da drin stecken. Aber wie kriege ich die raus? Ausschlachten. So, Drohne ist verschwunden. Nee, der versucht noch nicht ernsthaft. Oh, no. Jetzt versuchen sie an die Ressourcen immer wieder dran zu kommen. Jetzt tue ich noch mehr die Drohnen belasten. Uff. Alles. Warum kann ich diesen Countdown nicht abziehen? Jetzt geht wieder ein bisschen Ressources. Nahrung ist an. Unser Nahrungsvorrat, Alter, der ist groß. So viel Nahrung für uns. Hier fehlen noch, dafür immer noch die Maschinenteile. Aber wir stehen eh positiv mit Wasser schon mal. Das ist perfekt natürlich. Dann tun wir gleich mal, wo haben wir denn die Lager? Was ist hier drunter? Hier. Großer Wassertank. Kann ich jetzt hier? There are earthsick colonists. So. Das kostet jetzt natürlich wieder Ressourcen ohne Ende. Aber wenn wir die haben, dann ist alles gut in dem Fall. Es hat 3000 Material drin. Holy shit. Ist natürlich, die tiefen Vorkommen sind natürlich um einiges besser wie die restlichen. Du hast schon, er hat auch schon sein Vorkommen erschöpft, ja super. Na dann kann der auch schon dahin sein. Was hast du dabei? Du hast die Ressourcen dabei, dann hast du die Person. Colonists are departing. So, da kommen jetzt erstmal die neuen Kolonisten raus. New colonists have arrived. Können gleich mal gucken, wo sie wohnen wollen in Zukunft. Wie viele Wohnplätze haben wir noch? 73 und auch noch tonnenweise Arbeitsplätze frei. Sector scanned. Wir haben noch nicht mal alle aktiv auch noch dazu. Das ist ja noch das Schlimmere eigentlich. Hier arbeiten auch Leute, bedeutet, da wird schon produziert. Ist halt niemand. Selbst die Nahrungsanlage ist leer. Wo arbeitet denn ihr alle? Der muss repariert werden. Hier arbeitet auch noch einer. Hier arbeiten schon mal zwei Schichten. Wer ist das denn? Ferngesteuerte Transporter. Der chillt auch hier sein Leben. Ah, schon wieder ein Ernteausfall. Warum? Immer wieder. Holy shit, ist das Ding schnell leer. Voll. Und eindeutig mehr so Ablagerflächen hier. Sektor scanned. So, versteckt bist du ja schon, ne? Ah, schau an. Jetzt werden die neuen Wasseranlagen auch gebaut. Zack, dann ist es auch fertig. Hier ist gleich noch ein Upgrade. Was ist denn hier? Lagerraum ist voll. Ein Lager für Beton. Dann geben wir hier unten noch ein Betonlager an. Sollte ja hoffentlich dann passen.
Sollte die ganze Anlagerei hier auch wieder sauber sein. Das Problem ist halt, dass hier hinten wenig arbeiten. Ich kriege nicht so viel Metall raus, wie wir wollen. Ne? Edelmetalle haben wir jetzt auch nicht mehr so viele. Ah, Kunde, du hast hier noch ein bisschen was zu erforschen. Maschinenteile haben wir auch nur noch drei. Das ging aber schnell wieder alles runter. Wahnsinn. Oh, ich schaue dir mal die Stelle an. Ganz viel Wasser. Oh, schick. Das ist natürlich perfekt für irgendeine zukünftige Baumission dann. Was macht der? Ferngetriebene Transporter kann man hier oben was tun. Schaut halt echt nicht gut aus für die ganzen Sachen. Ein weiterer Sektor wurde gescannt aus. Was ich jetzt gerade sehe, ist jetzt hier hinten, wo ich gar nicht bauen wollte, ein fettes Lager ist. Ja, das ist doch blöd. Kann das nicht hier vorne sein, wo ich schon abbaue? 1700 habe ich hier insgesamt, was ich abbauen kann. Das wird auch nicht ewig reichen. Das wird nicht ewig reichen, aber wir werden auf jeden Fall gute Ressourcen machen können. Sind die nur irgendwann fertig werden, dann sind wir da auch wieder gut. Hier schaut es mit dem Lager aus. Ja. Wir werden auf jeden Fall langsam voll. Sauerstoff sind wir bei minus 4. Sauerstoffbedarf ist höher wie geplant. Dann brauchen wir doch noch mal ein paar Moxina. Sektor scanned. Machen wir jetzt auch hier innen gleich nochmal so 2-3 Moxina. So. Sollte fürs Erste hoffentlich reichen. So, er baut hier fein ab. Ist auch voll. Schon wieder? Das passiert ja dauernd. Bodenqualität 40%. Deckungspflanzen, machen wir Deckungspflanzen hier am Anfang. Sollte das wieder passen. Anomaly analyzed. Neue Technologie kann erforscht werden. Oh. Elektrische Bürste. Bürste stößt Impulse aus, die die Staubentwicklung bei nahen angelegenen Wolken verringert. Okay. Extraktive ermöglicht die Nutzung von tief liegenden Wasservorkommen. Aha. Das marsianische Netzwerk erhöht die Forschungsleistung aller Forschungslabore. Biorobotik. Was ist das denn? Terraforming Geld mit. Erhalte Geld von den Sponsoren. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Fallen, wenn ihr alles mit einem Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.